Herzlich willkommen zum letzten Teil des Studiotagebuchs im Videoblog. Wir sind jetzt in den letzten Zügen, die letzten Gesänge werden aufgenommen, nebenher wird schon gemischt und ihr seht jetzt noch, wie das mit dem Mischen vor sich geht und so weiter und so fort. Es ist tatsächlich der letzte Studiotag, an dem wir irgendwie was machen müssen. Heute wird nur noch geschrien, die letzten brachialen Schreie kommen aufs Album. Aber es geht auch zum Aufnehmen können. Warum hörst du so früh auf? Der war super, aber warum hörst du so früh auf? Und das machen wir hier im Living Room. Ein Teil des Studios, der eingerichtet ist wie ein Raum, in dem man lebt. Und den zeige ich euch mal, weil das mein Lieblingsbereich des Studios ist, weil er wirklich schön ist. Aber neulich habe ich ja, was ich halt auch mal wieder sehen, am ersten Abend, als wir gelochen haben. Und hier geht's in die Gesangskabine, die sehr haumelig ist. Ein kleiner Raum mit rotem Teppich, einem Gesangsmikro. Man sieht hier sogar durch die Scheibe die anderen. Das Geile ist, man kann hier sogar Atmosphäre schaffen. Guck mal. Und mein Lieblingsding. Und hier stehe ich dann wieder und mache. So, jetzt bin ich mal der Ingenieur und Produzent und wie man die alle nennt am Computer. Alles klar oder was? Oh. Hallo, ich drück die 3 jetzt. Ja, kann man machen. Guten Abend, es ist schon fortgeschrittene Stunde, 1:45 schon fast. Ich habe mir hier ein schönes Feierabendbier aufmachen wollen. Und was muss ich sehen, nachdem der Verschluss schon geknackt hat? Es ist ein alkoholfreies Bier. Der Markus, schlau wie er ist, hat den Vorschlag eingebracht, Wodka reinzukippen. Hat es auch getan. Jetzt ist zwar Alkohol drin, aber es schmeckt noch schlimmer als vorher. Pfui. Was mache ich jetzt? Trinken. Austrinken! Ich guck mal, ob das wirklich so schlimm ist, wie Simon meint. Wirklich? Ja. Wir haben die Zugangsentzündung, soll ich nur noch werden weg? Mein alter PC. Das ist eigentlich recht bekömmlich. Du spinnst doch völlig. Das schmeckt. Das ist einfach grausig. Das ist großartig. Thank you.
Freunde, der Studioaufenthalt neigt sich dem Ende zu, aber wir saufen heute trotzdem schon, dass wir nüchtern sind, bevor wir wieder losfahren. Sieht gut aus, oder? Sieht äußerst gut aus. Ihr seht, wir haben heute Großes vor. Die Band von dem Mann kommt auch noch mit. Welche Band? Pink Mercury. Was machst du da? Ja, ich mach mal ein bisschen Licht hier, damit das schmusig wird, weil der Fenchel, der Mr. Data, der mag es gern schmusig und ich mag es auch schmusig. Und das Schönste am Schmusigen ist schmusig. Ja, wir trinken hier einen, keine Ahnung, wie das Getränk heißt, aber es ist lecker. Du dumme Sau. Ja. Ah, richtig Dampf.